James Whittaker und Lemmy, Lemmy Beach. Die müssen sich das nicht beibringen, die Briten, sondern die kriegen das einfach schon auch als Kinder mit. Da reiten die nämlich mit ihren Ponys eine Etage zwar tiefer, aber mindestens genauso. So, das Thema heißt wenig stören und viel machen lassen. So, solange es gut geht, prima. Und siehst du, und dann na, frühzeitig was erkennen, was dann nachher der Vierbeiner, wenn möglichst, auch umsetzen kann, wie in diesem Falle. Spitze! James Whittaker und Lemmy Beach. Das sieht mir glatt nach einem Führungswechsel aus. Für uns nochmal die Zwischenzeit dort oben in der Wendemarke ist aber 60 Sekunden schon. Nimmt fast unsere Kamerafrau mit. Und wer die kennt, der versteht dann auch, warum James das am liebsten tun würde. So, und jetzt geht es auf die Schlussmeter. Genauso ganz einfach wie... Ah, schade, da nimmt er jetzt leider das mit und bringt das Ganze zu Ende. Das ist die Mutter im Endeffekt. Daher kommt das Speed Derby und so reitet man das Ganze dann einfach auch. Und solche Bilder, muss ich ganz ehrlich sagen, spitze. Macht viel Spaß. James Whittaker, Lemmy Beach, der absolut zu Recht Führende. Jetzt hier in dieser Prüfung, ohne Karl Schneider hier was Böses zu wollen, der war auch top. Der liegt mit seiner Runde dementsprechend auch immer noch auf diesem sehr, sehr guten zweiten Platz.